Okay, krass, du könntest mit Barrett spielen. Also gar nicht bekloppt, das ist auf jeden Fall ein bisschen anders. Finde ich nice. Ist cool. Barrett kann mit der 4-Taste oder Quadrat-Taste sein Gewehr am Abfeuern. Auf diese Weise kannst du Mephrilbrocken zerstören oder Hindernisse aus dem Weg räumen. Dabei hältst du mitunter Gegenstände und auch Materialien für die Synthese. Okay, okay, okay. Sind die beiden unterwegs? Das ist cool. So, Chat. Wir können jetzt ein bisschen Sachen kaputt machen hier. Da sehe ich uns. Wir machen einfach alles kaputt. Oh nee. Ist halt die Frage, geht es automatisch in unser Inventar, wenn wir was finden, oder können wir das nochmal explizit aufsammeln? Hat so ein bisschen auch so eine Sache, die ich mich frage. Aber ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, konnte man ihn auch in Remake spielen. Bin mir gerade unsicher, wenn ich darüber nachdenke. Müssen wir mal gucken. Halsband der Rebellion. Chat. Unser Redo kriegt auch eine neue Waffe. Oder ein Halsband in dem Fall. Der fetzte Gegner in der Recherhaltung wird die gesamte Recherleiste verbraucht, wodurch Angriffskraft und Wirkungsbereich vergrößert werden. Geschicklichkeitsbonus. Okay. Nehmen wir. Müssen einmal kurz ihn zum Anführer machen, damit wir das ein bisschen öfters benutzen. Das sollten wir hinbekommen. Was gut, auf Aerithoff lässt den Schlund fallen. Ja, was soll ich sagen? Klassiker, I guess. Knochenarmreif. Da habe ich schon gecraftet und... Naja, brauchen wir halt nicht, ne? Wird zu cool für schon. Ja. Gehen wir nochmal hier auf die Bank. Dann werden die anderen hoffentlich auch geheilt. Wer weiß, wann wir dem begegnen. So. Dann würde ich mal sagen, machen wir erstmal das da kaputt. Ach, guck mal, es geht automatisch ins Inventar. Hilfe. Erstmal die halbe Höhle am Auseinandernehmen. Was? Oh, wie gut. Ich lieb's. Hallo, Freunde. So, kann er es benutzen? Sicher klauen. Here we go. Oh, die halten aber. Die halten aber gut fürs Aus, ne? Oh. Gute Pudding. Ja, ich sehe schon, der wird hier. Was mich jetzt gerade interessiert, ist es reduziert, weil er so basically Feuer macht, oder ist das generell reduziert? Also generell reduziert. Finde es schön, dass wir gegen Pudding kämpfen. Pudding ist halt, ne? Böse. Kann er denn? Oh, er kann Ifrit. Haben wir Ifrit schon beschwört? Nee, ne? Machen wir jetzt einfach mal. Einfach, weil es geht. Haben wir noch gar nicht benutzt, glaube ich. Hello there. Ich meine, es ist total over Dingens, aber ist mir egal. Ich glaube, der hat das schwäche Feuer. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl. Okay. So. Die Höhle ist schon sehr, sehr cool, ne? Wie wäre es damit? Ja, dann gehen wir doch mal darüber. Aber ich frage mich gerade... Guck mal, da hinten sind Gegner.
Heißt es, wenn da so Gegner sind, bedeutet das ja rein hypothetisch, dass wir da vielleicht auch noch was finden können, ne? Und wir können halt die Waffe, das Halsband leveln. Wir müssen mal kurz das ausprobieren. Weil ich smart bin, der hat Feuer bei mir bekommen. Ah, der hat keine Feuerangriffs. Doch, feurige Verkettung. Gucken wir mal kurz. Ja. Ah, okay. Und wir machen mal einen jetzt weg mit Feuer. Würde ich sagen. Nicht verkehrt. Den anderen machen wir mit, mit der anderen Fertigkeit fertig. Um die zu leveln. Wie braucht er denn noch, theoretisch? Ich arbeite gerne lieber, also ich kämpfe gerne mit Schwächen. Also, ist schon, muss noch ein bisschen öfters benutzt werden, dauert etwas. Okay, 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 okay. Ah, stopp. Controller hat gerade ein bisschen reagiert. Hat kurz einen Widerstand gehabt, warum? Oh. Überlegen da, ob wir Barretto vielleicht MP geben. Vielleicht, dass der Vita hat. Ist aber nicht so genau. Aber bestimmt noch hier Slots frei. Wir haben doch bestimmt auch noch mal Feuer. Ja, meine Güte. Magische Abwehr, Magie 27. Okay, das macht nicht so viel Unterschied. Aber lieber so eine magische Attacke dabei zu haben, ist noch schon mal ganz nice. Und dadurch, dass wir natürlich... Warte mal, erst mal, kriegen wir AT-Boo-Boost bei Beginn. Das ist nicht verkehrt. Präzises Blocken, effizientes Blocken. Geben wir erstmal Red auch... Ach, oh mein Gott, ich hab die Waffe... wir geben Red einmal ATB Boost am Anfang. Verlängert die Dauer nach Recherhaltung, wo wir noch gar nicht reingegangen sind. Erhöht die Aufladung der ATB-Leiste beim Angreifen oder Blocken um 10%. Geht nach Behebung von Kampfunfähigkeit die Recherleiste auf, okay. Erhöht die TP-Absorption durch Sub-Vita-Biss. Oh. Oha. Weil wir gerade hier sind. Alle haben das, ne? Ich habe das bei Tifa auch vergessen, sehe ich gerade. Beschleunigt die MP-Generation der Kämpfen geringfügig. Entweder erhöht ihr Schaden von Spezialfertigkeiten um 15%. Erhöht die Aufladung. Ich will angreifen und Block. Dann machen wir mal das rein. Here we go. So, hello. Oh, guck mal, schau mal, Chat, wie schnell die Leiste voll geht. Holy shit. Ist schon nicht schlecht, muss ich sagen, ne? Aber ich wollte eine andere Fertigkeit noch benutzen. Okay, wir machen jetzt die anderen. Warte mal, Sabita-Biss war das, glaube ich, gerade oder so, ne? Hä? Hey? Fügt den Gegner großen Schaden zu, blockt Angriffe. Aber was ist denn der Sub-Vita-Biss? Synchro-Fertigkeit? Gut zu wissen. Sehr interessant. Also die Gegner in dieser Höhle sind schon besonders, so ein bisschen. Das ist schade.
Er hat eine Feuerattacke. Feuer ist immer gut. Ich glaube, das machen wir erstmal auf Pudding da unten. Ach, der ist auch. Ja, gut. Wie lange macht er das denn? Hallo, entspannen Sie sich bitte. Aber was ist Sabita böse? Die Fertigkeit haben wir nicht. Haben wir etwa ein Halsband übersehen? Kann das sein? Müssen wir mal bei einem Händler schauen, wenn wir den nächsten begegnen. Es sieht nämlich ein bisschen danach aus, als hätten wir vielleicht ein Halsband verpasst. Von der Fertigkeit her und so. So, Eisenerz passt nicht in dein Inventar. Das haben wir mittlerweile verstanden. Also ein Eisenerz mangelt uns auf jeden Fall schon mal nicht, wenn wir irgendwas machen wollen. Wieder zwei. Puddings. Das wäre ganz cool, wenn ihr ineinander stehen bleiben würden. Das ist nämlich eine AOE-Attacke, ist echt ganz nice. Nice, Chat. Wir haben die Fertigkeit gemeistert. Jetzt können wir mit Schwächen arbeiten. Wie viel Damage macht Blut, wenn er das benutzt? Feuer? Okay. Ich denke, ein warmer Schokopudding jetzt. Ist das so? Weiß ich ja nicht. Bin froh, dass mein Magen persönlich sehr ruhig ist momentan. Die spawnen da unten wieder. Traue mich auch aktuell nicht so wirklich vorm Stream was zu essen. Einfach weil, ich nicht weiß, was für eine Unverträglichkeit ich tendenziell jetzt habe noch zusätzlich. Ist ein bisschen nervend. LKW vor meiner Tür, meine Güte. Die Uhrzeit? Warte mal kurz. Also bei meiner Gegend muss man immer mal wieder vorsichtshalber rausschauen, ne? Aber es ist so ein Hebebühnenfahrzeug. Oder wie auch immer die heißen. Also alles gut. Ja, aber ich habe ja durchgehend Probleme mit dem Magen. Das ist halt einfach das Ding. Ich meine, es ist halt Dauerzustand, wenn man es ja genau nimmt. Von daher. Trotzdem würde ich halt gern wissen, was es halt ist, ob es halt Gluten ist oder so, ne? Das ist halt das Ding. Oh, warte mal, Chat. Wir können hier ein bisschen Dinge machen und so. Ich hoffe, wir haben da unten jetzt nichts verpasst. Also Glutenwert auf jeden Fall schon sehr, sehr fies, aber ich glaube nicht, dass ich da so krass mein Essen anpassen würde. Von dem, was ich bis jetzt so erfahren habe, ist ja glutenfreies Zeug schon wirklich. Ja. Spannend. Und gefühlt ist ja eigentlich in allen Gluten halt leider drin, ne? Mhm.
Leider gibt es ja solche Tabletten nicht über Laktose-Tabletten. Wobei Laktose-Tabletten auch nicht wirklich helfen. Also bei mir nicht, aber es liegt auch an meiner... liegt aber auch daran, dass meine Laktoseintoleranz so aggressiv ist gefühlt mittlerweile. Ich muss mich mal eine höhere Dosierung holen oder so. Also noch höher, als ich eh schon habe. Mal gucken. Oh, jetzt können wir Steine kaputt machen, Chat. Okay, es lohnt sich nicht. Einmal. Oh, schon ein bisschen. Ja, nicht so cool, ne? Hallo? Es bleibt uns einfach verwehrt. Vielleicht wäre ihr Eisen erst rausgekommen, aber. Bin ein bisschen enttäuscht. Aber wir sind nicht richtig. Huch. Kommen wir denn da hoch? Ach, hier. Ja, schon ein bisschen, schon ein bisschen genauer hinschauen. Schon mal wieder ein bisschen mit der Zivilisation. Also nennen wir es mal Zivilisation. Ah. Aber kein Cloud und Co. in der Nähe bis jetzt, ne? Nur mit Free, was von der Decke fällt. Ich dachte, da ist ein riesiger Drache. Das ist neu, das Vieh. Wir haben keine Analyse gerade. Hallo? Oh. Okay, Feuer wird schon mal nicht sicher sein. I guess. Haben wir ihn denn noch gegeben? Wind hat er noch, ne? Oh, nevermind. Feuerangriff ist dann meist irgendwie Eis oder Wind oder so. Weil pauschalisieren kann man es auch nicht. Da unten waren wir gerade noch. Sieht von hier oben schöner aus. Also oben unser auch schöner ist, aber von oben ist noch schöner. Aber auch nur, weil wir nicht mehr da unten sind. gucken wir mal. Also die Höhlen sind schon schön. Also so Tropfsteinhöhlen auch so ein bisschen, wie man gerade gesehen hat. Ja, auch schon gesehen. Ist schon sehr faszinierend damals in der Kindheit. Die Zeit, wo ich noch Geologie interessant fand, Chat. Neben der Paläontologie. Eigentlich Red auch mal kurz heilen, ne? But just in case. Schlangen wieder. Kann man hier runter? Lohnt es sich, hier runter zu gehen? Eher nicht so. Wenn man überhaupt runter kann, natürlich. Hey.
Achso, wir können ja wieder wechseln. Warum machen wir ihn nämlich zum Teamanführer wieder? Stimmt, wir können auch Titan benutzen, ne? Verdammt. Hab ich gar nicht dran gedacht. Ich bin mir eigentlich sicher, dass wir auch Ifrit noch nicht benutzt hatten. Ifrit werde ich auch gleich wechseln, tatsächlich. Auf Cloud. Weil wir eigentlich ja Cloud, Barret und Aerith aktiv spielen. Ich glaube, so eine Kombination aus Erde, Eis und Feuer ist nicht so schlecht. Je nachdem, was für einen Kampf wir haben. Basically sind jetzt immer so die Sachen, wo wir eh gegen kämpfen. Also, Encounter. Ich weiß gar nicht, wo wir lang gehen. Aber wir können hier hinten nochmal rum, okay. Hallo! Mag den Kampfstil von ihm manchmal sehr, ne? Okay, ist nichts, aber irgendwo hier können wir noch Mithril von der Decke holen. Ach hier. Ich habe ja ein bisschen Hoffnung, dass da irgendwie Materie uns entgegengeflogen kommt. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber irgendwie hoffe ich es die ganze Zeit. Aber nein, wir kriegen lieber Eisenerz. Aber Moment, was passiert, wenn wir das hier machen? Ah, stopp. Wenn wir hier hinschieben, kriegen wir die Kiste und wahrscheinlich müssen wir da die Gondel wieder zurückziehen und auf die andere Seite schieben. Cool. Schutzweste brauchen wir nicht. Haben wir en masse tatsächlich? Können wir verkaufen. Wir können generell so ein paar doppelte Sachen mal verkaufen, würde ich sagen. Aber ich glaube, wir können die ja nicht so Materialien umbauen. Und noch nicht. Vielleicht kommt es noch. Muss mal schauen. Entschuldigt ein bisschen das Gehen zwischendurch und so. Ein bisschen am Intervall fasten und so. Ist ein bisschen, Körper muss sich halt erst dran gewöhnen, logischerweise. Sprich, dann werde ich schon ein bisschen schneller müde. Take a look. Wegen des Dingens können wir auch schon nicht mehr reinpacken. Haben wir auch schon voll viel von. Ups. Ja, wir nehmen auch einfach alles mit, was wir halt sehen. Ne? Das ist halt wichtig und richtig. Hello. Okay. Wow, was machen wir? Den Schaden, ey. Let's go. Wir können aber was kaputt machen.
Oh, können wir was kaputt machen? Hallo? Ja. Noch einmal, ja, so ein bisschen vorsichtig, ne? Ich trau dem Braten hier nicht so. Ich habe das Gefühl, dass die beiden noch gegen eine Herausforderung kämpfen müssen. Das ist so ein bisschen dem Vibe die ganze Zeit. Das macht 2000 Gil. Ach ja. Wundert euch, ich mache mal ein bisschen Notizen aus Gründen. Ich lieb's einfach. So. Wir sollen Dinge tun. Okay. Natürlich können wir das runterschießen. Ich kann auch theoretisch auch einfach darüber schießen, ne? Eine Container halt holen, wenn man es ja genau nimmt. Ja, die Frage, welche Leiter sollen wir jetzt als erstes hier benutzen? Ist das eine Kistenleiter oder die Leiter, wo es weitergeht? Oder ist das die Kistenleiter, wo es weitergeht? Ah, guck mal. I see. Ah ne, die kommen ja rüber, ne? Also wir holen ja jetzt rüber und dann geht's zur anderen Seite. Versuche etwas auf den Container fallen zu lassen. Okay. Anscheinend müssen wir doch rüber. Never mind. Überraschend. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir hier dann gleich weiter müssen, aber... Hallo, Freunde. Wait. Stopp. Ich glaube, hier geht's gleich weiter. Ich hoffe, ich möchte die Materie haben. Hallo? Bitte? Wie bin ich? Dann lass mir doch mal was drauf fallen, ne? Moment. Wir müssen da was aus dem Weg schaffen.
Ist da noch was aus dem Weg schaffen? Ah. Okay. I see. Sammeln die eben die Sachen auf. Ist aber cool, dass man das so ein bisschen. Du schiebst es nicht einfach mal eben hin, sondern du ein bisschen noch so. Ja, gucken musst halt, ne? Finde ich nicht verkehrt. Ach, guck mal. Da haben wir fast noch die Kiste übersehen. Ah, nicht so gut. Esel können wir nämlich immer gut gebrauchen. Mal die Weiche anders stellen. Red wird mit umgestellt, cool. Können. Ist es schwierig, wenn er 2000 Gil von ihm verlangt, wenn dabei auch Aerith und Tifa geholfen wird? Just saying? Ja, Chat, 2000 Geld, ne? Aber wie sind die da hochgekommen? Oh, warum kommen wir da nicht so hoch? Ich bin ein bisschen disappointed. Ja, wir kriegen jetzt unsere Materie, das ist gut, aber ich sehe da oben Loot. Okay. Musik ist weg. Warum ist die Musik weg? Lass mal kurz schauen, ob wir da irgendwie hochkommen. Würde mich auch interessieren einmal. Ich glaube, die sind weitergegangen einfach, ne? Können auch nichts runterschießen. Okay. Ich bin verwirrt, wie die... Ah, deswegen. Ah, okay. Ich dachte irgendwie, die Brücke wird mit uns hier verbunden, um ehrlich zu sein. Aber nichts gesagt. Fett, ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass die Musik weg ist. Bestimmt kein Gegner oder so. Richtig sicher alles. Das sieht überhaupt nicht aus wie ein Steingegner oder so. Oh nein! Einfach Titans Vater.
Ja, natürlich. Aua! Entspann dich! Aber wir können nicht analysieren, das ist halt gerade ein bisschen ärgerlich. Guck mal, der Kopf ist schon mal weg, Chat. So, jetzt machen wir einmal hier, ne? Einmal einen schönen Schockschuss sind's. Oh ne, wir machen den wütenden Schuss. Er macht schon ein bisschen Aua, ne? Natürlich macht er jetzt mehr Abwehr. Zielwechseln. Schmerz. Aua. Fuck. Er wird halb am Sterben hier. Schwäche herausfinden, so ein bisschen. Das ist gerade ein bisschen ärgerlich. Wir machen einmal hier Gegenstände, Supertrank. Meißelt Barrett hat aufs Maul bekommen. Sache ist, es hat viel Damage mehr. Wir können diesen Stein nicht ausweichen, ne? Oh, können wir doch. Ich war mir gerade nämlich nicht sicher. Oh, sehr schön. Das ist nicht sehr schön. Nein, das ist nicht sehr schön. Auf gar keinen Fall ist das sehr schön. Musik ist cool, aber auf gar keinen Fall. Ja klar. Wogegen sollen wir jetzt eigentlich da kämpfen? Irgendwie alles reduziert, um ehrlich zu sein. Hä? Hey, wir können mal Blitz benutzen, ne? Blitz ist die Schwäche, Chat. Gut, genau. Dann machen wir mal ein bisschen hier Blitzgewitter und so, ne? Bats. So, Chat hier, ne? Und let's go. Wir machen mal Blitzra, einfach um zu schauen, wie es aussieht. Wow. Wir müssen aber Redo benutzen. Es hatte Spinnenpotenzial die ganze Zeit, ne? muss man ja schon zugeben, ne? So ein bisschen Synchro-Fertigkeit. So, machen wir mal den Kopf da weg. Ich liebe diese Fertigkeiten wirklich. Das liebe ich nicht so. Ja. Aua. Wir müssen auf jeden Fall Tränke kaufen. Kommen wir auf gar keinen Fall drum herum. Ne, wir haben den Rücken noch frei. Rücken. Sehr schön. Rücken zerstört.
Wie viel Damage macht es, wenn wir jetzt den Großen da drauf packen einmal? Gar nicht mal so viel. Müssen ein bisschen auf Red achten. Er kriegt ein bisschen viel Damage. Ich feuer auf. Nee. Nein, nicht Reparatur. Nicht Reparatur. Nein. Nicht cool. Blitz, 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 Blitz. Komm, wir machen mal einen großen Blitz direkt auf den rechten Arm. Lieb's einfach, dass das mit dass die Schwäche einfach so herausgefunden haben. Also zu Glück haben besonders, ne? Das ist halt lucky. Buchstäblich. Blitz, Blitz, Blitz. Wir machen nochmal groß, können wir nicht. Kopf. Wir müssen ein bisschen schauen. Mein Megatrank macht 1500, ne? Den machen wir auch auf Barrett. Wir müssen ein bisschen gucken, dass wir gleich auch einmal hier Red auch heilen, weil der kriegt schon, der hat schon sehr viel Damage bekommen, muss ich sagen. Warte mal. Blitz. Rücken. So, jetzt soll Red sich ja mal heilen. Defense, Defense. Einmal Blitz hinten auf den Rücken. Die Sache ist, wir sind kurz davor, ihn zu schocken. Sehr schön. Perfekt. Limit Rausch. Katastrophe. Kostet die gesamte Kräfte der vernichtenden Strahl. Schockpotenzial groß. Okay. Nice. Gut. Das war. Das war. Ein Strahl. Der hat, ja, war ein cooler Kampf. War ein sehr cooler Kampf. Besonders, weil man einfach mit Charakteren jetzt gerade auch gekämpft hat. In der Kombination, wo wir bis jetzt eigentlich noch nicht so gekämpft haben. Also macht es halt schon Sinn, auch zu schauen, dass die Synchro-Fertigkeiten haben. Ich gehe davon aus, dass es noch öfters passieren wird, dass wir andere Charaktere spielen können. Also in Kombination. Ich hoffe zumindest, weil ich finde es eigentlich ganz cool, dass man nicht die ganze Cloud spielt. So als Laufcharakter halt zum Beispiel, ne? Grundsätzlich können wir das ja eh wechseln, wie wir möchten. Und die Musik war schön. Die war cool. So, was können wir hier machen? Ich frage für einen Freund. Oh. Achso, Aerith hat das Tor geöffnet. Okay. Dachte, wir können vielleicht irgendwie eine Leiter jetzt runterhauen oder so. Einfach nur just in case halt heilen. So. Die sind wieder hier rüber. Sind wir ja denen ja eigentlich auf den Fersen gerade, ne? So. Die sind halt den ganzen Weg gelaufen. Ist halt die Frage, lohnt es sich den ganzen Weg jetzt einmal zurückzulaufen? Im Prinzip müssen wir ja hier hoch. Heißt, wir können eigentlich uns mal auch umschauen. Oh, ist eine Sackgasse. Ich habe nichts gesagt, Chat. Alles gut. Super.
Der Weg hat sich erledigt. Ich hätte gedacht, wir können so ein bisschen im Weg denken, wie die gegangen sind. Aber vielleicht hätten wir da ja was Cooles gefunden oder so, ne? Da sind sie.